So, ich will vielleicht auch mal ins Fernsehen kommen, wegen irgendwelcher abstruser Forderungen. Das ist ja offensichtlich im Moment der Weg überhaupt in die öffentlichen Medien. Man stellt irgendwelche abstrusen Forderungen und je abstruser sie sind, desto besser. Und ich habe mir da sehr viele Gedanken jetzt gemacht auch. Und es ist definitiv so, dass ich mich... Mir ist da was aufgefallen. Und zwar gibt es Namen, die ganz eindeutig Männlein oder Weiblein zuzuordnen sind. Ne? Und da wir uns im Moment in eine Ens-Kultur bewegen, offensichtlich, finde ich, geht das überhaupt gar nicht mehr. Das ist sexistisch, das ist überhaupt, das ist alles andere als politisch korrekt. Wenn jemand einen Namen trägt, der eindeutig einem Geschlecht zuzuteilen ist. Und ich finde, das muss vor allem anderen, ich finde, das ist wichtiger als Klimaschutz oder so. Das, finde ich, muss auf jeden Fall definitiv besprochen werden, das ist absolut sexistisch. Das geht gar nicht. Wir müssen alle Namen tragen wie Alex, Manu, ihr wisst schon, so halt welche, die halt eben nicht geschlechterspezifisch definiert sind, ja. Ich möchte ab hier nicht mehr Georg heißen. Ich muss das Recht darauf haben, meinen bürgerlichen Namen zu ändern, weil da kann ich jetzt überhaupt gar nicht mehr mit leben. Und bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich und wie ich meinen Namen jetzt ändere, weil das ist was sehr gut überlegt sein muss. Es darf natürlich nämlich auch überhaupt nichts sein, das in irgendeiner Form mit weißer oder schwarzer Rasse definiert sein darf. Ja, ich kann mir jetzt nicht irgendeinen afrikanischen Namen geben, weil das ist ja, die sind für die Schwarzen. Und wenn ich mir jetzt einen typisch weißen Namen gebe, ist das alles kompliziert. Ich weiß langsam wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin erschüttert. Ja, ihr könnt ja, wenn ihr möchtet, mal in die Kommentare schreiben, wie es euch damit geht. Jetzt, wo ihr es wisst, wo mit der Nase drauf gestoßen wurdet, wie sexistisch eventuell sogar euer Name ist, wo ihr überhaupt gar nichts für könnt. Eure Eltern haben euch die Namen gegeben, richtig? Diese Sexisten. Aber sie wussten es wahrscheinlich auch nicht. So wie alle, einfach nichts wissen über Dinge, die außerhalb des normalen Verhaltensspektrums liegen. Was traurig ist. Aber man muss es akzeptieren. Was man nicht akzeptieren muss, ist, mit einem sexistischen Namen rumzulaufen. Und ich finde, wir sollten das Recht haben, das zu ändern. Danke, tschüss mit F. Bis bald.